Ich habe selbst mit ihm ein schönes Duell 1996 bei meinem Heim-Grand Prix am Nürburgring erleben dürfen, nachdem wir uns dreimal in der letzten Runde gegenseitig überholt haben. Und vor Startziel sind wir beide durchs Kiesbett geschossen, durch die Schikane durch. Also ziemlich hartnäckig war Max Biaggi seinerzeit. Na, von dem hat er nichts verloren. Wir sind in der letzten Runde, meine Damen und Herren. Letzte Runde im Grand Prix von Tschechien. Angriff, Okada, jetzt ist er durch. Aber da kommt der Konter von Biaggi, weil da kommt jetzt seine Kurve wieder. Achtung. Da bereitet er sich vor. Zwei oder drei. Jetzt kann Okada ein wenig da nach vorne kommen. Aber er ist etwas weiter entfernt als die Runden zuvor. Ja. Ach, da wäre es vorher seine Stelle, wo er es wieder versucht hat. Und jetzt ist Okada vorne und jetzt wird es für Max Biaggi ganz schwierig, an Okada vorbeizugehen. Okada ist jetzt vorne und Okada ist auch dran an Alex Trivelli und Okada ist jetzt heiß. Er ist jetzt extrem aggressiv gefahren und wird wahrscheinlich sogar noch versuchen, Alex Trivelli anzugreifen. Das wäre natürlich eine Sache. Vielleicht ein fast schon sicher scheinender Sieg für Alex Trivelli, verhindert von Tadayuki Okada. Ist das die Revanche für Barcelona? Da kommt jetzt Angriff, Okada, innen, vorne, vorne, er ist vorbei. Das ist die Revanche für Barcelona. Er ist durch, Highsider wird fast aus dem Motorrad katapultiert. Behindert natürlich an der Stelle auch Alex Gewillé. Oh, bleibt vorne. Bleibt vorne mit dem fast Highsider, unglaublich. Aber nur da konnte Gribi jetzt nichts machen. Ja, das ist eine heiße Nummer da am Schluss. Angriff auch von Roberts da auf Biaggi. Naja, Okada könnte es machen. Okada könnte es machen. Und Max Biaggi ist weit nach außen getragen und wird von Kenny Roberts. Es wird er. Der Sieger heißt Okada. Zweiter wird Grivier. Dritter wird Kenny Roberts. Vierter Biaggi. Na, was für ein Ende eines tollen Grand Prix. Tadayuki Okada hat Revanche genommen für die Niederlage von Barcelona. Okada fährt den 50. Grand Prix-Sieg für das Repsol Honda Team ein.